Einfach weil man dachte, Frauen, die sind das schwächere Geschlecht und darum anfälliger für die Verführung des Teufels. Ja. Ich habe mir schon einen Song für den nächsten Teil überlegt. Ein Song? Ja. Kennst du es nicht von Bibi Blocksberg? Was fängt eine Hexe mit dem Leben an, wenn sie nicht mehr hexen kann? Stimmt! Hallo und herzlich willkommen zurück zum Vlog. Wir sind heute an einem ganz neuen Ort. Wir sind nämlich heute bei der Maike zu Gast. Und was für schöne Stühle sie hat! Wir sind aber nicht wegen der Stühle hier. Ach so. Oh nein! Ich hab doch mein... Ich wollte doch extra meinen Kürbispulli anziehen. Oh, ich wollte gerade sagen, wir sind nämlich vor allem bei der Maike zu Hause, weil bei der ist alles schon so schön eingerichtet für Halloween. Wir haben heute einen besonderen Vlog für euch. Wir widerlegen Mythen zum Thema Hexenverbrennung. Ja. Und Verfolgung. Und Hexen an sich. Und Hexen. Maike und ich sind nämlich Hexenexpertinnen von Haus ja? aus. Deswegen haben wir unsere Kollegin Valerie gebeten, uns... mit Fachwissen zu unterstützen. Weil wir uns so gut auskennen, genau. Also, ich habe den ersten Mythos für dich. Ich muss gar nicht ablesen von den Zetteln, die vor uns auf dem Boden liegen. Das wäre schlecht. Das wäre schlecht. Mythos 1. Die Hexenverfolgung fand im finsteren Mittelalter statt. Das war nämlich gar nicht so. Denn die Hexenverfolgung hat eigentlich eher zum Beginn der Neuzeit stattgefunden. Nämlich um 1400 rum. 1430 ging es so langsam los, und zwar um den Genfer See. Und das habe ich wirklich auswendig gelernt, merkst du? Ja, und von da aus hat sich das langsam verbreitet. Und vorher, da gab es auch schon so Leute, wo man dachte, die können irgendwas besonders. Crazy, die bestrafen wir lieber. Aber so richtig, dass man dachte, das ist quasi so eine Hexensekte und die haben sich alle zusammengeschlossen und wir müssen die richtig verfolgen und so weiter und so fort. Das war halt, wie gesagt, erst so 1430 rum und bis zur Hälfte des 18. Jahrhunderts, was ich super krass finde. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lange stattgefunden hat. Ja, wir haben das auch im Studium haben wir das Thema gehabt. Mhm. Und da haben wir auch gelernt, dass auch zum Beispiel Martin Luther war ein ganz krasser Verfolger von Hexen. Wo man so das denkt, denkt man überhaupt nicht, ne? Ja, aber weil man den so... gedanklich so Neuzeit, Reformator, aber der war ja zum Beispiel auch ein krasser Antisemit. Also. Ja. Hast du noch einen Mythos für mich? Ja, ich muss aber kurz gucken, wie sie ihn genannt hat. Du hast mir gerade gesagt, ich soll nicht gucken. Ja. Weißt du eigentlich, wann der Hexenhammer verfasst wurde? Nein. Okay, dann will ich gleich mal googeln, weil das wäre vielleicht interessant. Ja. Aha, perfekt, das passt ja noch zu deinem und zu meinem Fakt. Ja. 1486 erstmal in Speyer gedruckt, erschien in rund 30.000 Exemplaren der Hexenhammer. Okay. Malleus Maleficarum? Maleficarum. Klingt nach Hexenhammer. Malleus heißt, glaube ich, schlecht und Maleficarum heißt, glaube ich, das Böse. Ich probiere es nicht. Dann kommt Matthias wieder und meckert, dass wir kein Latein können. Oh ja, das mit dem Latein schneiden wir raus. Ja. Das wird nur peinlich. Die Hexenverfolgung wurde hauptsächlich durch die Inquisition durchgeführt. Das stimmt nämlich nicht. Das war, aber die zeigen das doch in allen Filmen immer so. Das ist korrekt. Nobody expects the Spanish Inquisition. Es gab sehr lange überhaupt keine strukturierte Inquisition und die hat sich auch erst mit dem Hexenhammer und den Entwicklungen der Zeit dann erst historisch gegründet, Ende des 15. Jahrhunderts. Und passt aber zeitlich wieder. Genau, aber diese Inquisition, also es gab in Deutschland gab es keine richtige Inquisition, es gab nur so Diözesangerichte. Aber wenn man dann so richtig zur Inquisition wollte, dann musste man nach Rom gehen oder zum Beispiel nach Spanien. Da ist die Inquisition ja auch sehr bekannt. Tatsächlich wurden aber die meisten Hexenverfolgungen, so wie die Judenverfolgungen der damaligen Zeit, in so spontan aufgebrachten Mobs durchgeführt. Also irgendwelche Leute haben sich aufgeregt und sind dann mit Fackeln und Mistgabeln, wie man so schön sagt, auf einzelne Personen oder eben Gruppen von Personen losgegangen. Und die Inquisition hat damals auch schon scharf verurteilt, dass es da so diese
sag ich mal, Spontaninquisition ohne Gericht und ohne Befragung etc. gab. Damit wollen wir aber nicht in irgendeiner Weise so tun, als hätte es hochnotpeinliche Befragungen, also krasse Folter. Bei allem, also weil wir jetzt ja auch manchmal so ein bisschen witzige Sachen sagen und so, ne? Das war kacke. Ja, total. Und das war richtig schlimm. Das haben alle mit einem Hintergrund gemacht, der von der Kirche geprägt wurde. Und ich meine, 30.000 Exemplare des Hexenhammers. Wow, und da kannst du dir ja schon denken, wer damals lesen konnte, hatte den gelesen oder davon gehört. Ja. Und wenn die Kirche sowas erlaubt und eine Inquisition als Institution gründet, sagt es ja schon, Hexen gibt es. Und die Menschen damals, also klar, es gab solche Leute, die haben das einfach für sich missbraucht. Aber viele Menschen damals hatten auch wirklich eine durch die Kirche geprägte, reale, krasse Angst vor Hexen. Diese, und da sind auch Motive wieder, nochmal zurück zur Judenverfolgung, da sind auch viele Motive, die da dann später in den Antisemitismus rübergegangen sind. Zum Beispiel hat man auch gedacht, Hexen essen Kinder, vergiften die Brunnen. Und diese Motive gingen dann später ganz stark in den Antisemitismus über. Ja, okay. Also auch wenn wir jetzt sagen, hey, die Inquisitionsgerichte waren jetzt nicht die, die die krassen Verbrennungen auf dem Marktplatz gemacht haben. Die Verantwortung der Kirche ist trotzdem ganz klar da. Ja. Der nächste Fakt ist, beziehungsweise der falsche Fakt, nur Frauen wurden Opfer der Hexenverbrennung. Das dachte ich auch. Und es wurden auch tatsächlich meistens Frauen Opfer der Hexenverbrennung. Einfach weil man dachte, Frauen, die sind das schwächere Geschlecht und darum anfälliger für die Verführung des Teufels. Und deswegen wurden mehr Frauen Opfer, aber tatsächlich in der katholischen Kirche auch 30% Männer und in der evangelischen Kirche so 10-20% Männer. Der Unterschied liegt daran, wir haben ja gerade schon kurz über Luther gesprochen, in der Vulgata, da wurde ein Wort, was für Hexe steht, mit Zauberer übersetzt, also eher die männliche Form, heißt, man kann auch noch so ein bisschen Männer darunter subsumieren, ne? Und in der Lutherbibel wurde dann dieses Wort mit Zauberin übersetzt. Und darum war es dann bei den Protestanten so, dass die Hexenverfolgung noch stärker auf Frauen zentriert war. Oh, bei den Katholiken natürlich auch, aber bei den Protestanten halt noch einen Tacken stärker. Krass, das wusste ich gar nicht. Deswegen immer schön mehrere Übersetzungen angucken. Ja, der nächste Fakt, angebliche Hexen waren alt und arm, ist falsch. Also in meinem Kopf waren Hexen gar nicht immer alt und arm, sondern ich habe viel mehr an Hebammen und so gedacht. Ja, das ist auch noch ein falscher Fakt, an den du gerade denkst. Aber es ist tatsächlich so, der Hexenverfolgung konnte eigentlich jeder zum Opfer fallen. Also ich habe ja eben erklärt, dass viele nicht durch einen Inquisitionsprozess, sondern durch einen wütenden Mob der Hexenverfolgung zum Opfer gefallen sind. Und da war es halt was anderes, wenn du dich hinstellen konntest und sagen konntest, ja, ich bin aber der Priester der Gemeinde oder ich bin der Bürgermeister. Ah, weil man dann mehr Respekt von den anderen hatte und die nicht auf dich losgegangen sind. Genau, und alte und arme Menschen waren halt damals einfach Ziele, konnten sich nicht verteidigen. Und gerade verwitwete Frauen dann, Genau. Die ja auch keinen Beschützer oder sowas dann hatten in der damaligen Zeit. Genau. Es gibt sogar irgendwie so eine Legende, dass sich die Gesellschaft mit der Hexenverfolgung damals irgendwie ihrer alten, verwitweten Frauen, dass sie die loswerden wollten, stimmt aber überhaupt nicht. Also theoretisch konnte jeder zum Opfer der Hexenverfolgung werden, aber tatsächlich ist es halt so, Frauen hatten weniger Rechte und auf die hat man weniger gehört. Mhm. Und wie du sagst, galten als das schwache Geschlecht. Ja. Und deswegen konnten die sich halt solchen Vorwürfen gegenüber einfach nicht so gut wehren. Ja. Nächster Fakt. Ich sag's mal so, ich wäre nicht so gerne im Mittelalter geboren gewesen. Nee, wirklich. Beziehungsweise nicht. In der frühen Neuzeit. Ja, frühe Neuzeit, wichtig. Bonusfakt: Hexen waren Priesterinnen eines uralten Kultes. Es gibt andere Religionen, die das Christentum massivst versucht hat zu vernichten. Vor allem im Siegeszug, in Anführungszeichen, des Christentums über Europa wurden massivst germanische, keltische und alle möglichen anderen religiösen Kulte zerstört. Und daraus kommen diese Vorstellungen, Hexen haben irgendwie so diesen, benutzen Rituale dieser alten Naturreligion, die irgendwie noch
Teil sind und die von dem Christentum unterdrückt wurden. Tatsächlich gab es aber diese Hexenreligion nicht wirklich. Also es gibt heute Kulte und religiöse neue Bewegungen, wie zum Beispiel Wicca. Genau, Wicca-Anhängerinnen. Ja. Gibt es auch Männer? Keine Ahnung. Im 20. Jahrhundert, vor allem durch so das Aufkommen des Feminismus, da so die Hexe als das Bild, wo, so das Bild wurde von einer starken Frau. Die katholische Kirche ist ja sehr patriarchal strukturiert. Und demgegenüber stellte man dann das Bild der verfolgten Hexen, die dann als so starke Frauen, die so die wahre Naturreligion beachtet haben und die sich dem entgegengestellt haben, das gab es nicht. Es gibt ja auch ganz viele so tolle feministische Literatur, die dann auch so, ehrlich gesagt, super coole Hexencharaktere, zum Beispiel in Salem schreibt oder sowas. Das ist aber alles fiktional. Und das ist halt danach der Hexenverfolgung aufgedichtet worden. Das ist halt ja, das Wichtigste. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, da war es wirklich vorbei. Also. Aber natürlich gab es immer Frauen und Männer, die paganen Religionen angehangen haben. Zum Beispiel die keltische Rituale oder Bräuche aufrechterhalten haben. Du wolltest mir noch was über die Hebammen erzählen. Genau, also dieses Bild der starken feministischen Frau wurde dann auch immer mehr dazu übergegangen, dass man so gesagt hat, ja, auch die Hebammen und Ärztinnen des Mittelalters waren Hexen, die sich dieser Naturkunst bedient haben. Das ist aber auch nicht richtig. Wir haben auch in der Kirche absolut naturverbundene Frauen wie Hildegard von Bingen. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Dazu habe ich auch einen Artikel geschrieben. Oh, okay. Den verlinke ich hier. Alles klar. Danke, perfekt. Ich werde den noch lesen. Auf jeden Fall, Hebammen, Ärztinnen, dieses Bild von der Hexe oder der Hexe, die auch gleichzeitig Engelmacherin ist und die dann eine Abtreibung durchführt und die dir einen Liebestrank gibt und sowas. Es gab immer Frauen, die sich für solche Naturheilkunde und sowas interessiert haben. Das ging aber nicht einher mit der Hexenverfolgung. Es kann aber natürlich gut sein, dass wenn du als Engelmacherin tätig warst, in einer Zeit, in der Abtreibung noch viel stärker tabuisiert war als heute, wo auf Abtreibung die Todesstrafe stand, dass du dann eben, weil man dich sowieso umbringen wollte, auch gerade noch als Hexe gebrandmarkt wurdest. Okay. Aber das war nicht notwendig, das ging nicht notwendig miteinander. Und es wurde auch nicht jede Frau, die irgendwie eine Hebamme oder Ärztin war oder so, vom Stadtmob als Hexe angezeigt und nicht verfolgt, weil wer bringt sonst die Kinder auf die Welt? Ja, stimmt. Ah, was ich noch interessant fand, genau, das war noch, was ich unbedingt sagen wollte. Die Valerie hat das da reingeschrieben, das fand ich so spannend. Und zwar dieses vermeintlich starke Feminismusbild von der Hexe, die eben Hebamme und naturheilkundige Frau ist, ist eigentlich ein total unfeministisches Bild, weil es nur Rollenbilder nimmt, die so eine stark patriarchale Gesellschaft einer Frau zuschreibt. Die sie darf. Genau. Sie war ja dann quasi Wissenschaftlerin in deren Sinne. Ja, das wäre ja schon eher ein starkes Frauenbild. Aber ich glaube, was hier gemeint ist, es beschränkt wieder die Hexe erstens auf eine Frau. Also legt ein Klischeebild von einer Frau fest, der du dann viele so Attribute zuschreibst, die mit vermeintlicher Weiblichkeit zu tun haben. Also Fürsorgetätigkeit. Genau, sie ist keine Kriegerin. Ja. Eigentlich wäre das auch cooler gewesen. Aber Kriegerinnen gab es dafür coole Heilige. Ja! Ja! Warum zeigst du dabei auf mich? Ich dachte, das wäre voll dein Ding, dass du kriegerische Heilige liebst. Doch, mag ich auch, aber ich kann das zum nicht Beispiel unter Druck. Achso. Judith hat doch irgendwen geköpft. Ja, die war aber keine Heilige, die ist ja nicht gefühlt. Aber Ursula, zum Beispiel die heilige Ursula mit dem Heer der Jungfrauen, absolut starkes Frauenbild, ausnahmsweise mal von unserer Kirche. Danke. Kannst du es rausschneiden? Ich weiß es nicht, aber wir sind völlig abgedrückt. Also, Fazit. Hexen gab es nie so, wie man denkt. Möchtest du etwa gerade sagen, dass es nicht in Wirklichkeit Hexen gibt?
Bibi Blocksberg ist nicht real. Na gut. Wie nicht, aber Hermine gibt's schon. Ja, darauf einigen wir uns. Okay. Ja, kann ich auch noch ein inhaltliches Fazit machen? Oder machen wir noch so ein Unsinn-Fazit? Nee, mach ruhig ein inhaltliches Fazit, geht schon klar. Also, die Hexenverfolgung war nie so, wie man heute oft denkt. Die Hexen, also das Klischeebild oder als zusammenhängende Gruppe oder als stereotypes Bild einer Frau gab es so nie. Aber die Hexenverfolgung war ein schlimmes Kapitel in der Geschichte unserer Kirche. Und wir wollen mit allem, was wir hier erklären, auf keinen Fall die Kirche aus ihrer Verantwortung rausnehmen. Die Kirche muss auf jeden Fall dafür Verantwortung übernehmen, wie man da einfach mit Menschen umgegangen ist. Und wie ich schon gesagt habe, diese Stereotypen, Feindbilder, die in der Hexenverfolgung unter anderem nochmal gestärkt wurden, haben sich später stark in den Antisemitismus übertragen. Genau, danke. Ja. Also keine Relativierung, aber Hexen, so wie man sie in coolen Büchern liest, gab es nie. Bibi Blocksberg? Ist jetzt das Ende? Darf ich nochmal sehen? Was fängt eine Hexe mit dem Leben an? Wenn sie nicht mehr hexen kann. Ich glaube, ich streiche mir raus. Ja, das ist mir zu cringe. Jetzt geht sie einfach. Wir haben noch gar nicht gewunken, Mann.